Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie alle an dieser Konferenz in so einem geduldigen Maße teilgenommen haben. Ich finde das unglaublich wichtig. Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass so ein Saal in einer anderen Weise geführt wird, als in einem Streik hin oder her. Aber wir haben heute, glaube ich, doch einiges gelernt und einiges mitgenommen für unseren Alltag. Das gilt eigentlich für uns alle. Ich mindestens habe gelernt, dass man dem Staat und der Polizei nicht mehr in dem Alltag gebrachten Maße vertrauen kann. Ein großes Misstrauen gegenüber das, was die Behörden, die Verfassungsschutz und Geheimdiensten passieren. Und ein großes Misstrauen auch gegen die Parlamente, die ihre Funktion der Überwachung solcher Einrichtungen nicht wahrnehmen. Die fast keine Möglichkeit haben, da reinzugehen. Wir haben trotz aller Vorbehalte hohe Erwartungen an einen Untersuchungsausschuss. Und wir müssen diesen Untersuchungsausschuss mit eigenen Forderungen kritisch begleiten. Wir dürfen ihn nicht allein lassen, sondern wir müssen ihn offensiv begleiten und unsere Dinge dort auch einbringen. Vor allem müssen wir den Nazis auf der Straße entgegenstehen. Das ist hier schon auch mehrfach gesagt worden. Wir bedauern immer alle, dass die jüngeren Leute, die Autonomen beispielsweise, häufig allein gelassen werden in dieser direkten Konfrontation mit den Nazis. Das geht einfach nicht. Gegen den